You gotta make me change my mind. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Giuliano hat mich gerade unterbrochen, während ich meine Aul gemacht habe. Aber ich würde sagen, es geht direkt weiter mit Mario Kart 8. Giuliano ist wieder. Ich liebe Krabben. Junge, das wird jetzt Standardbegrüßung bei Mario Kart, Alter. Sie sind so super. Lalalalalala. Iseridie. Wir nehmen natürlich wieder das Feisthörnchen, das Süße. So, und wir haben jetzt schon in 3 Cups 3 Sterne. Den ersten haben wir noch nicht im Let's Play gemacht, aber diese beiden hier haben wir im Let's Play gemacht. Und deswegen geht es direkt weiter mit dem Spezialcup. Da haben wir die Wolkenstraße, die knochentrockenen Dünen, Bowsers Festung und den Regenbogenboulevard. Wollen wir nochmal sehen, ob wir das erfolgreich abschließen können. Mit 3 Sternen. Dino schneidet gerade seinen Kanal-Trailer. Ja, die sind so super toll. Es gibt keinen besseren. Ich krieg den Hals nicht voll. Lalalalalalalala. Wey, yeah, 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 yeah. So, und du schneidest also da gerade deinen Kanal-Trailer? Ja, ich versuch's. Sag mal, wer zum Teufel ist morgens um 3 ein Krabbenburger? Brich mal gerade die Übertragung ab. Weil. Wir machen das nach der Aufnahme, weil sonst die Soundqualität scheiße ist bei Skype. Wow, ich habe mich gerade fast mit meinem eigenen Panzer getroffen. So, jetzt sag nochmal irgendwas. Wer isst schon ein Krabbenburger um 3 Uhr morgens? Oh Kinder, 3 Uhr morgens, Zeit für einen Krabbenburger. Ja, das trifft auf mich zu, würde ich sagen. Ach ja, Spongebob ist einfach schon geil. Ich habe sogar noch den gleichen Namen, ne? Bitte! Muss meinen Namen auch alle Ehre machen. Boah, das kommt mir gerade so hart laut vor. Was? Mario. Mario! Ich sehe nichts. Immer diese blöden Tintenviecher. Hä, hey, wieso ist das denn gerade so laut? Habe ich gerade einfach lauter gemacht? Ich brauche einfach immer noch ein gescheites Lied. Was? Ich brauche immer noch ein gescheites Lied für meinen Trainer. Ja, ich habe. Ach so, ja, kriegst du ja gleich. Ja. Nein. Ihr Blitz, kick me in the ass. Immer diese Blitze, ne? Ich will irgendwie so eine richtig krass geile Mischung aus Batman und noch irgendwas. Ja. So, machen wir es mal. Nimm einfach die Main-Musik von Mario. Ich glaube, das passt nicht. Warte mal, Five Armies ist das von Hobbit. Oder? Nee. Wenn das Lied so heißt, hier. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Für den ersten Hobbit-Teil habe ich ja sogar gesehen. Was? Und was mit den anderen zwei? Nee, die nicht. Warum? Weil ich die nicht so gut fand. Den ersten. Was? Das ist aber Schläge. Ja, ich weiß. Das sagen viele, dass sie super wären. Genauso bei Herr der Ringe auch. Aber ist nicht meine Welt, weiß ich nicht. Ja, also ich will jetzt nicht spoilern, aber der erste und der zweite waren hammergeil und der dritte ist einfach nur übertrieben Schlacht, also ist das schon wieder langweilig. Ja. Also ich finde der dritte hat mir nicht gefallen, weil da halt keine Handlung drin ist. Da ist keine Story, da ist nichts mehr drin, da ist einfach nur übertrieben Schlacht. Ist gut gemacht von den Szenen und allem, wirklich gut gemacht. Aber wirklich im ersten und im zweiten Teil waren einfach bessere Szenen, war es auch lustiger, weil's, wo ich sagen muss und deshalb haben mir die anderen zwei Teile besser gefallen. Ja. Und es gibt keine Happy End im dritten Teil. Jo, jetzt hast du aber gespoilert. Ich piep's das so raus. Happy Beep and Beep. Scheiße, Mann. Was? Ich bin runtergefallen und das hat mir gerade hier alles versaut. Nein.
anfangen, neu anfangen, lalalalalala. Nee. Ich mag Rahmenbürger, sie sind so super toll, lalalalalala. Das passt einfach so richtig zu dir, Mann. Eigentlich sollte dieses Lied von dir kommen. Mach mal eine Coverversion davon auf deinem Kanal. Okay. Warte, ich tue einfach mal gerade das gute Lied raus. Ich mag Krabbenberg. Die schmecken super toll. Lalalala. Oh, Toadette ist hinter mir. Kennst du die weibliche Form von Toad? Oh, aber wo Toad? Da gibt's doch auch jetzt das neue Spiel, was rausgekommen ist. Ja, genau, Toad's Treasure. Oh, lass das auch mal irgendwie machen dann. Ich hab irgendwie voll. Irgendwie sieht das voll interessant aus, weil ich das immer so in der Werbung sehe. Ja, schon, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir das direkt hole, weil das ja noch so teuer ist derzeit. Ja, wir müssen es ja auch nicht super sofort holen. Ja, doch schon. Nein, natürlich nicht, aber das. Also ich hätte auch mal übel Bock, dann eventuell mit dir so New Super Mario Bros. U oder so als Let's Play zu machen. Nee, das machen wir sowieso. Ja, das machen wir sowieso. Das ist doch keine Frage, hey, hallo? Ja, was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist, oder wollen würde, werde, du weißt schon, was ich meine. Ja. Wenn ich jetzt eine Wii U haben sollte, oder mir hole, was ich auf jeden Fall mache, werde ich mehr streamen auf jeden Fall. Mhm. Ich möchte halt dann auch wirklich Smash und Mario Kart streamen und so einen Scheiß. Und natürlich auch andere Dinge. Aber gerade solche Eventspiele, so lustige Multiplayer-Games einfach. Ja. Weil ich will auch dieses 3D-Land irgendwie mir holen. Ich weiß nicht, das ist auch. Ja, geil. Das ist sau cool. Ist ja sozusagen das neue Mario 64. Ich weiß nicht, auf der Wii U kamen jetzt echt viel bessere Spiele raus. Ja. Also auf der Wii damals. Ja. Ich habe mir deshalb schon die Wii damals nicht geholt, weil mir irgendwie die Spiele da nicht so gefallen haben. Aber meine Eltern haben sich damals eine Wii geholt. Einfach weil es halt eine Familienkonsole ist, gut für Gäste oder sowas. Naja, aber ich habe nie Gäste. Also. Aber ich habe nie so alleine irgendwie gespielt. Deswegen beenden wir die Folge jetzt auch schon wieder. Hohoho. Alter, wir haben gerade mal 10 Minuten geredet. Was? Wir haben gerade mal 5 Minuten geredet. Ja. Dann möchte ich dann sagen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und dann das. Und dann mag ich Krabbenberger, sie sind so super toll. Macht's gut. Tschüss.